Hallihallo, liebe Leute. Willkommen zurück zu meinem Let's Play. Let's Play World of Warcraft. Wer hätte das gedacht? Sah fast aus wie Diablo. Mittlerweile ist ein bisschen Zeit vergangen. Ich habe ein bisschen lange nicht aufgenommen. Ihr habt es wieder mal nicht mitgekriegt. Mittlerweile haben wir den Patch draußen. Jetzt gibt es super geile, schöne neue Gildenwappenröcke, die den Rufzuwachs bei der Gilde, wenn man in Inzen geht, erhöhen, was ich sehr, sehr geil finde. Ich habe leider erst den blauen, es gibt noch einen epischen, der erhöht um 100%, der blaue um 50%. Also habt ihr den für 100%, kriegt ihr... Ach, es ist früh, Entschuldigung, kriegt ihr doppelt so viel Erfahrung, finde ich sehr, sehr geil. Ja, ich muss mal wieder eine Postfolge machen oder beziehungsweise einen Postanfang, je nachdem. Ich habe, also der Patch war einen Tag draußen, nicht mal. Und da habe ich gleich, den hier bekommen, ein Winterquelljunges von Unbekannt. Vielen Dank an Unbekannt, wer immer du sein magst. Ich habe mir mittlerweile sagen lassen, dass der gute 60, 62, 50, ich weiß nicht so genau, wie viel Gold Gold gibt, beziehungsweise kostet. Naja, ja, das ist von LTF, das war zur Kinderwoche im Übrigen. Es tut mir leid, ich habe... Das ist jetzt, es braucht euch jetzt rein theoretisch nicht mehr zu interessieren, aber ich hatte vor einer Weile ja gute 2 Wochen nichts hochladen können, was am Internetabbrüchen lag. Im Minutentakt an der Arbeit war dermaßen viel los. Unsere Chefin, die ist ausgefallen und wir mussten und andere Arbeiter und ja. Naja, und deswegen hatte ich überhaupt keine Zeit, war fast nur noch an der Arbeit, hatte 6 Tage die Woche, nur einen Tag frei, und zwar Sonntag. Juhu, darüber kann ich schon froh sein, theoretisch. Naja, und deswegen kam dann eine ganze Weile nichts mehr. Jetzt weiß ich überhaupt nicht mehr, worauf ich hinaus wollte. Egal. Von Andrina. Kannst du sicher gebrauchen, ich habe es schon einmal. Einen verzauberten Besen, vielen Dank, vielen, vielen Dank. Das Ding ist, ich hatte am Anfang des EPs mein ja Lionel gegeben, die spiele ich aber im Moment nicht, und ich habe gedacht, scheiße, jetzt habe ich den schönen Besen verbraten, sowas. Ach. Oh, ich liebe den Besen, der ist richtig cool, der räumt meinen Dreck weg, den ich da lasse. Trelondin, hallo Kim, ich bin nicht ETF. Egal. Wie auch immer. Ich schicke dir dieses Pad, weil ich dich schlicht und einfach mag. Du machst tolle Let's Plays und ich finde, du hast eine sehr angenehme Stimme. Finde ich nicht, aber egal. Keineswegs nervig. Doch, total. Wenn du dieses Pad schon hast, dann kannst du es ja für einen Twink, kannst du es ja einen Twink schicken. Einem. Egal. Geschenken, guck mir nicht ins Maul. Wäre es auch selbst drauf gekommen. Ja, wäre ich, aber bei mir, naja, es ist manchmal egal. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. MFG, David Trelondin, Gildenmember. Eine Frage, wann hast du Geburtstag? Ich habe am 8.5. Tja, ich habe... Am 5.10. Yay. Eine Wunderlampe. Das Problem ist, ich kenne sie bereits. Ich habe sie von LTF bekommen. Ich hoffe, du hast dafür jetzt nicht Geld ausgegeben oder so. Aber vielen, vielen Dank. Ich werde sie auf jeden Fall für einen Twink benutzen. Ich danke dir vielmals. Ich finde die so cool. Ich finde es nur mal schade, wenn ich sowas schon habe. Ich hoffe, ihr gebt kein Geld für sowas aus. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist... Ja, und Herix. Herix liebt es, mich zu ärgern. Hier ein neues Geschenk, das du erst auf Level 85 öffnen darfst. Schon wieder was von Herix, was ich erst auf 85... Warum tust du mir das an? Und ganz ehrlich, das elegante Kleid, das habe ich jetzt, glaube ich, 3-mal gehabt. Ich kann es nicht mehr sehen. Aber für alle, die sehen möchten, wie es aussieht, gut, man sieht jetzt nicht alles. Es ist theoretisch das Hochzeitskleid in absolut Miss Piggy Rosa, aber danke trotz allem.
Auch wenn ich das mit dem Geschenk echt fies finde von dir. Das ist so gemein. Oh Mann. Da es mit dem anderen Geschenk ein Problem gab. Okay. Ich frage jetzt lieber nicht, welches andere Geschenk. Oh, ich muss das gleich wegpacken, sonst packe ich das wirklich aus Versehen aus. Das war vom letzten Mal. Ja, das ist irgendwas, ich bin aus der Gilde, weil ich mit meinem Let's Play aufgehört habe. Was hat das mit der Gilde zu tun? Aber egal. Okay. Elarandil. Feedback. Yay, ich mag Feedback. Oh mein Gott, deine Videos sind einfach nur einfach einsame Spitze. Oh, meine Lesekünste allerdings nicht. Bitte hör nie auf zu Let's Play. Das werde ich dir nicht versprechen können. Leider. Ich verstehe es im Übrigen voll und ganz, wenn du mal keine Lust hast, hochzuladen. Hauptsache, du hörst nicht ganz auf. Das Ding ist, wie ich gerade sagte, in der Zeit, das ist jetzt gesagt worden, wie gesagt, nach den 2 Wochen oder fast 3 Wochen, die ich nicht hochladen konnte. Ich wollte verdammt gerne hochladen, alleine, weil ich WoW endlich zum Geier nochmal durchspielen will. Ich möchte endlich 85 sein. Ihr wisst gar nicht, wie lange ich jetzt auf diese Scheiße verzichtet habe, nur damit ich das LP jetzt nicht schon wieder völlig durcheinander bringe. Also gewollt war das absolut nicht. Es war wirklich unmöglich zu spielen. Ich kann dir leider kein Pet senden und weiter ist doch egal. Aber immerhin etwas Tierähnliches. Ein Katzenhaar. Oh Mann, ich habe eine Allergie auf Katze. Nein, nicht direkt auf Katze, aber Katzen schleppen Hausstaub ohne Ende mit sich herum und darauf bin ich allergisch. Gott sei Dank überträgt sich sowas nicht vom Spiel aus. PS, ich habe mir die ganzen WoW-Videos in einem Stück angesehen. Wow, und da bist du noch nicht durchgedreht? GZ an... Elarandil. Dass du noch nicht durchgedreht bist, obwohl du meine ganzen LPs am Stück gesehen hast. Das hält doch kein normaler Mensch im Kopf aus. Okay. Also viel zur Fanpost. Es ist jetzt doch ein bisschen mehr geworden. Naja. Ich werde sie noch zeigen vorher. Haustiere. Wo ist es denn? Wo ist es denn? Blind wie immer. Moment. Hier. Ach, oh mein Gott! Ach, oh, Gottchen, wie niedlich. Geil. Genial. Sehr, sehr süß. Wirklich schön. Vielen Dank, teures Pet, trotz allem, ey. Halleluja. Oh Mann. Ja, hier, ihr seht, die Wunderlampe habe ich leider schon. Schade. Oh, der Besen, der ist so geil. Yeah, Besen ist so cool. Der räumt den Staub meiner Gegner weg, die ich wegtanke, hoffentlich. Oder die mich wegpusten. Wenn ich weggeputzt werde, naja, dann kann der meine Asche wegfegen, was soll's. Ich danke allen meinen sehr, sehr lieben Abonnenten, die mich immer noch, obwohl ich jetzt schon so oft Probleme hatte, nicht oft hoch, also teilweise unregelmäßig hochgeladen habe. Wie gesagt, es war keine Absicht. Es ist nicht so, als hätte ich keinen Bock mehr oder so. Im Gegenteil, ich muss mich echt zusammennehmen, nicht weiterzuspielen ohne euch. Ich wollte WoW wirklich sehr, sehr gerne weiterspielen, weil ich ja auch irgendwann mal ankommen will auf meiner Zahl, aber... Ist teilweise ziemlich schwierig, wenn man dann warten muss. Hm. Auch wenn man es vielleicht nicht immer glaubt. Bei mir zumindest, weil ich eigentlich, naja, ich bin eigentlich kein großer Suchti von WoW, aber im Moment. Ja, im Moment ist das eigentlich ganz cool. Hm. Ja, zum Schluss. Ich weiß nicht, ob es schon manche gesehen haben. Es ist zwar eine Postfolge, aber es ist etwas. Ich will erstmal mein Moonkind wieder haben, ganz kurz. Es ist was, ja, vielleicht haben es schon manche gemerkt, aber wir gucken gleich, worauf ich hinaus will. Also, wir waren, also LTF und ich waren letztlich in einer Insel, in der ein Pet fallen kann. Dieses Pet wollen wir seit, wie lange spielen wir WoW? 3 oder 4 Jahren. Ich denke mal, die meisten ahnen schon, worum es geht, denn 3 oder 4 Jahre Wortelkar gab es jetzt, ja wohl doch, 3 Jahre.
Naja, egal. Auf jeden Fall gab es ein Pad, das wollten wir schon seit Anbeginn von WoW haben, seit wir es gesehen haben. Und ich habe es jetzt tatsächlich gekriegt. Und das theoretisch nur dank LTF. Hätte er mich nicht mitgenommen. Ja. Es geht um die Zetec-Hallen. Wer kennt ihn nicht? Den Rabenlord. Oh mein Gott, wie ich dieses verfickte Mount liebe, Rabenlord! Es ist so geil, oh mein Gott, und es tut mir total leid. Das Ding ist, dass LTF und ich beide dieses Mount unsagbar gerne haben wollten. Ganz ehrlich, dieses Mount, das ist die Krönung von allem. Es gibt kein geileres Mount in WoW, also es ist meine Meinung. Es gibt, viele sehen es vielleicht anders, natürlich, klar, Geschmackssache, aber für mich ist das Nonplusultra, das schönste Mount, was WoW zu bieten hat. Kann nicht fliegen, aber ehrlich gesagt, das ist mir dermaßen Grütze. Von mir aus könnte das Vieh nur gehen, das wäre mir auch scheißegal. Es ist so cool und ich danke dir sowas von Herzen, LTF. Der hat freiwillig drauf verzichtet. Wir haben aber ehrlich gesagt, wir haben 2 Stunden... diskutiert, wer es denn nun kriegt, aber nicht, weil ich will, sondern eher du nimm, du nimm, du nimm. Wir wissen beide, wie sehr wir das wollen. Und ich habe gesagt, nimm du's, du hast, der hat sich 2 Druiden hochgespielt wegen dem Pet und hat sich nie getraut, es zu machen, weil, naja, weil es eben ein anderer hätte wegwürfen können. Oh. Naja. Und jetzt hat er... Jetzt ist es tatsächlich gedroppt. Ich hatte irgendwie schon ein ganz mieses Gefühl an dem Abend. Ich habe irgendwie, ich weiß nicht, manchmal habe ich das so. Ich weiß nicht, Fraueninstinkt halt. Ich denke so, oh bitte, lass ihn nicht droppen. Und er droppt. Ich so, oh nein. Ich habe mich gefreut und gleichzeitig, oh nein. Wir haben beide eigentlich nicht so damit gerechnet, dass es wirklich droppt. Aber, naja. Jetzt ist es gedroppt und wir hatten eine ziemlich lange Diskussion. Wer ist denn nun... kriegt und wir haben es immer wieder hin und her geschoben und nein, ich will aber nicht und ja, es tut mir leid, der Grund, warum ich das jetzt so ein riesen Drama draus mache, es ist einfach wirklich unser beider, ja, das ist mit nichts zu vergleichen, mit nichts. Es gibt nichts, was wir so gerne hätten wie dieses Scheißpad, wie dieses Reitmount, eher gesagt, ist ja kein Pad. Ja. Und ich möchte einfach mal LTF an der Stelle sagen, tausend Dank. Es ist echt eine krasse Überwindung gewesen, mir das zu geben. Obwohl ich gesagt habe, es hätte er sehr viel eher verdient. LTF verdient sich tatsächlich nicht allzu viel, weil er vieles auch so schon immer in WoW hinterhergeschoben bekommen hat. Aber dieses Pad hat er sich sehr verdient und ich hätte es ihm auch gegeben. Das Ding ist, im letzten Moment hatte er ein Disconnect, Zeit ist um, und er hat gesagt, lern es. Ich wollte noch einen GM anschreiben, aber okay. Ja, jetzt bin ich Besitzer von einem Rabenfürsten. Freue mich wie nichts anderes und gleichzeitig bin ich recht traurig, weil ich es LTF genauso gegönnt habe und ich es echt schade finde. Ich habe mich noch nie so gefreut und theoretisch noch nie so geärgert im gleichen Moment. Ist echt schwer zu sagen. Tausend Dank an LTF, der die übergroße Güte hatte, mir das tatsächlich zu überlassen. Also echt Respekt dafür. Denn keine Sau würde freiwillig auf den verzichten wollen. Also, pff, Halleluja. Ja, an dieser Stelle jetzt wirklich mal, das war's, so nach Motto. Das Ding ist, wenn es euch stört, guckt's euch nicht an. Also diese Post-Sachen zwischendurch, aber ich kriege irgendwie immer Motze, wenn ich irgendwas mal nicht aufnehme, selbst wenn es der größte Scheiß ist. Die nächsten Folgen könnte es mal passieren, dass wir, ja, Archäologie machen. Die meisten beschweren sich immer, wenn ich Archäologie nicht mit aufnehme. Ich kann es nicht so ganz nachvollziehen. Ich habe es ja schon mal gesagt. Aber wenn ihr das unbedingt sehen wollt, dann bitteschön. Aber dann, wer hier beschwert sich dann einer? Oh Mann. Okay, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vielen Dank an allen treuen Zuschauer, die mir wirklich, wie gesagt, wegen der ganzen Kacke trotzdem noch treu geblieben sind, immer noch gucken. Das ist sehr, sehr aufbauend und ich freue mich wirklich, dass es jetzt endlich weitergeht, dass das Internet mittlerweile wieder einigermaßen stabil ist. Und wir sehen uns dann beim nächsten Run. Schön gereimt. Bye, bye.